Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Und das am 17. Spieltag der Bundesliga. Die 2 Kölsch, das sind Michael Wurzer und Thomas Lamberts aus Köln-Junkersdorf. Beide sind leidenschaftliche FC-Fans und haben die erste deutsche Fanpressekonferenz gegründet. Dazu gestalten sie zu jedem Heimspiel eigene Motto-T-Shirts. Wir hatten immer schon den Wunsch, dass wir uns bei Fußballthemen einmischen, auch als Fans, dass wir unsere Meinung äußern können, dass wir uns einbringen. Und irgendwann hatten wir dann neue Dauerkarten in W2, im Block W2. Und da filmte uns die Kamera, die ungefähr 10 Meter vor uns steht. Und da haben wir uns gedacht, Mensch, also wenn die uns schon einfach so filmen, dann kann man das vielleicht auch provozieren noch so ein bisschen. Ne? Da haben wir gesagt, jetzt machen wir das, jetzt schreiben wir uns was auf die Shirts. Und sind da voller Erwartung, dass wir jetzt hier so richtig einen raushauen, ins Stadion gegangen und haben uns da hingestellt mit dem Shirt. Ne? Und hat keine Sau interessiert. Ne? Also. Mittlerweile sind die 2 Kölsch durch ihre selbstdesignten Motto-T-Shirts bekannte Gesichter in Zeitung und Fernsehen. Dabei ergänzen sich beide Shirts stets zum vollständigen Motto. Also wir haben angefangen 2014. Am 6. Dezember 2014 haben wir unser erstes Shirt rausgegeben. Und wenn man das jetzt mal umrechnet, pro Saison 17 Heimspiele, logischerweise mal 3 macht 51, plus ein DFB-Pokalspiel hatten wir, glaube ich, in der ganzen Zeit. Und jetzt international 3 Euroleague-Spiele. Zu den Shirts sind 2016 die eigenen Fanpressekonferenzen dazugekommen. Im eigenen Studio werden Texte geschrieben, Ideen ausgetauscht und die Videos gedreht. Mittlerweile erfreuen sie sich an einer immer größer werdenden Fangemeinschaft. Das ist gewachsen mit der Zeit und es ist natürlich total schön zu sehen, wenn Leute reagieren auf das, was man macht. Ne? Genauso schön oder eigentlich fast manchmal noch geiler ist natürlich, wenn man unterwegs ist. Und unterwegs sind sie auch alle 2 Wochen zum Heimspiel des FCs. Dafür treffen sie sich mit anderen Fans und Freunden am Bütchen in Junkersdorf zum gemeinsamen Vorglühen. Vorglühen ist eigentlich genau der richtige Begriff dafür, ja. Hier müssen wir uns einstimmen, gerade wenn die Saison nicht so gut läuft wie im Moment, dann braucht man es ganz besonders. Ne? Und wenn es gut läuft, ist es trotzdem auch absolut notwendig und schön. Ja. Dieses Ritual pflegen die beiden schon seit über 15 Jahren. Denn zwischen Bütchen und Rhein-Energiestadion liegen nur wenige 100 Meter. Bei Auswärtsspielen treffen sich die beiden Kölsch, wenn sie nicht sogar mitreisen, traditionell in ihrer heimischen Kneipe am Dom. Das Gaffel am Dom ist bei Auswärtsspielen unsere absolute Stammkneipe. Für uns ist das hier wie Familie. Ne? Das ist so geil eigentlich in so einer großen Stadt, in einem Laden, der so zentral ist und auch ein Riesenladen, ja, sich so zu Hause fühlen zu können. Und die Leute geben einem das Gefühl, dass man dazugehört. Fantastisch. Schon seit über 40 Jahren sind sie aktive FC-Fans. Und auch neben ihrer Selbstständigkeit schaffen es die beiden, ihre Hobbys auszuleben und ihre Leidenschaft zu teilen. Und die Namensgebung der 2 Kölsch dürfte mittlerweile wohl auch geklärt sein. Hey, 2 Kölsch auf 3 Punkte! Grüß euch!